Den Speicherbot kennt man, aber kennt man auch seine Level? Dies und mehr erfahren wir ab jetzt. Key to my heart. Bowser is the key. Let it snow. Did somebody call a plumber? Ey, ich muss zugeben, dass die Leveln ziemlich coole Titeln am Start haben. Das ist das erste, was mir aufgefallen ist. Normalerweise schaue ich ja erstmal auf die Thumbnails. Aber okay, mal gucken, was der Speicherbot zu bieten hat. Wie wäre es, wenn wir mit diesem Level anfangen? Ich denke, dieser Level ist der erste Level von dem Speicherbot. Und das sind dann die nächsten Leveln, die er höchstwahrscheinlich selbst erstellt hat. Okay, did somebody call a plumber? Super Mario Bros. Grafikstil? Geht klar, Abschlussrate 10,52. Okay, alles klar. Da bin ich gespannt. Okay, wir haben gleich zu Beginn die Möglichkeit, uns von drei Türen für eine zu entscheiden. Das ist nervig. Das ist nervig. Was ist schlimmer? Gleich zu Beginn Koopas und Gombas treffen oder gleich zu Beginn vor drei Türen stehen? Sieht aus wie eine Fabrik hier. Und Mario hat gerade Pause. In der Pause erkundet er die Fabrik und die Umgebung. Oh yeah, ein Fragezeichenpilz. Okay, gibt es hier was? M und L. Dieser Raum ist für Mario und dieser Raum ist für Luigi. Okay, was passiert, wenn ich hier durchgehe? Ah, okay, jetzt bekomme ich das Mario-Kostüm. Jetzt verstehe ich das. P-Schalter wäre nice. Es sei denn, von hier aus geht's weiter. Okay. Ich meine, da sind ja Blöcke, die sich zu Münzen verwandeln können. Oh, das ist ja Mario Bros-Style. Ist ja geil. Und nu? Hallo? Was soll ich jetzt machen? Kann ich hier rein? Nee. Kann ich hier rein? Auch nicht. Hä? Ein Augenblick. Ach so, ja, okay. Ich dachte schon, was ist denn hier los? War es das mit dem Level? Habe ich vielleicht irgendetwas komplett falsch gemacht? Mist. Das war zum Beispiel falsch. Aufpassen. Ah, okay. Sowas habe ich mir gedacht. Ich dachte, da wird jetzt ein Koopa rauskommen, aber nein. Kommt da keine Pflanze mehr raus? Nee, okay, gut. Dann müssen wir hier rüber jumpen. Die Pflanze ist weg. Der Level kommt mir irgendwie bekannt vor. Haben wir uns den Level schon mal angetan? Irgendwas derartiges hatten wir doch schon mal. Warum sind da zwei Gombas? Ist hier vielleicht was versteckt? Gleich überprüfen. Nee. Mal gucken, ist hier wieder eine Münze oder ein Pilz? Ein Pilz wäre sehr schön. Nee. Nice, endlich. Ja, am besten ein Kostüm tragen. Ach was. Weil dann kann man sich das einmal erlauben, berührt zu werden. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Warum auch immer. Da sind nur Münzen. Gut, dass die Blöcke nicht verschwinden, ansonsten wäre das etwas schwierig, hier rüber zu kommen. Ja, bis jetzt, muss ich hier an der Stelle erwähnen, ist nichts Großartiges schwer an diesem Level, bis auf das Weiterkommen. Man weiß halt nicht, okay, bin ich hier richtig, bin ich dort richtig. Aber das kann man ja in Ruhe herausfinden, ganz besonders hier in unserem Falle. Da wir jetzt nicht allzu viele Gegner vor uns haben. Okay, gut, ich habe unbewusst den Weg gefunden. Das mit den Blöcken habe ich gar nicht wahrgenommen. Ah Mist, das war nicht so gut, aber ohne Koopa geht das auch. Ja, ich meine, wenn man Koopas in der Luft sieht, sollte man diese nicht sofort KO'en. Um weiterzukommen. Ja, hier muss ich an den zweiten Level aus Super Mario Bros. Denken. Wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen schon, oder? Da oben? Ist hier ein Block, oder wie? Hä? Okay, ab jetzt wird es strange. Hä? Ich weiß nicht, wieso, aber
Ich bin irgendwie stehen geblieben und bin plötzlich hier abgesprungen. Genau hier. Und hier war was Verstecktes. Das war so unbeabsichtigt. Das war merkwürdig. Aber gut. Wir haben die versteckte Ranke gefunden. Eine weitere Checkpoint-Flagge? Dann geht's ja immer noch weiter. Okay, die beiden Blöcke da berühre ich nicht. Vielleicht sind da ja Pilze, höchstwahrscheinlich. Und vielleicht brauchen wir die ja. Aufpassen vor den Feuerstäben. Die kommen vom Bowser. Irgendwo ist er. Hoffentlich sind hier keine Hammerbrüder. Mist. Erstmal weg mit dir, sonst wirst du nervig. Wir kehren kurz zurück und holen uns ein Kostüm ab. Oh, verdammt. Gut, dass hier eine Checkpoint-Flagge ist. Da müssen wir uns das Ganze nicht nochmal antun. Ah, Toad, nice. Also neben Mario und Luigi kann man auch als Toad spielen. Ja, ist doch nice. Hamek ist nervig. Ist hier vielleicht irgendwo ein Stern? Ich fange erstmal mit den oberen Blöcken an. Eine Feuerblume. Ach was. Dann geht das einfacher. Ach so, ja, da ist ein P-Schalter. Okay, dann muss ich mich ja gar nicht um Bowser kümmern. Es reicht, wenn ich den P-Schalter berühre. Das ist genauso wie, wenn man kurz davor ist, ein Schlosslevel zu beenden. Spring auf die Axt. Der Boden geht kaputt, auf dem Bowser steht. Und dann fällt er in die Lava rein. Aber irgendwie kann er das ab. Ich meine, er kommt ja immer wieder vor in den Spielen. Dem Level geben wir auf jeden Fall einen Stern. Der hat Spaß gemacht. Ich finde das voll cool, dass uns andauernd oder des öfteren Leveln vorgeschlagen werden und die sehen auch ziemlich cool aus. Alleine schon dieser Level, komisch. Sieht original so aus wie ein Cover von einem neuen Spiel. Hammer. Okay, den ersten Level haben wir uns angetan. Weiter geht's mit Let It Snow. Okay, da bin ich gespannt. Also ich muss zugeben, ich stehe total auf Leveln, in denen, ja, nicht nur viel los ist, sondern die auch optisch interessant aussehen. Und in dem Level, in einem Level, der so gut wie möglich ausgebaut wurde, also ja, mit Dekoration, Gegnern, Bildern in den Hintergründen. Sorry, ich wurde gerade gerufen, deswegen hatte ich ein bisschen Probleme beim Reden. Oh, hier ist ja ein Stern. Ja, cool. Weiter, ist da etwas zum Stehen, ja? Wartet mal. Achso, ich dachte, man kann da reinspringen. Aber man kann ja auf ihn stehen. Mist. So blöd, ey. Das lief so gut die ganze Zeit. Schaut mal, die Münzen sollen einen Stern darstellen. Finde ich lustig, die Idee. Und dass man sowas auch umsetzt. Und wenn sowas des Öfteren vorkommt, natürlich sollten sie sich auch abwechseln, dann ist das ja umso cooler. Oh, kommt da nochmal ein Blatt? Ja, sehr schön. Oh, das mit dem Kettenhund ist eklig. Darmschuhe gibt es hier auch. So wie es aussieht, haben wir das Ziel erreicht. Uiuiuiui, jawohl. Ja, sehr schön, sehr, sehr gut. Ist da oben noch etwas? Ach, schade. Naja, nicht so wichtig. Okay, ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal weitermachen. Vielleicht können wir uns ja alle Leveln von dem Baumeister Speicherbot in einem Part anschauen. Aber wenn das so weitergeht, sollten wir das eigentlich hinkriegen. Jawohl, beenden. Fahne. Das bedeutet, diesen Level haben wir uns angetan und ihn auch erfolgreich abgeschlossen. Bowser ist the key. Okay, das hört sich so an, als ob wir Bowser besiegen müssen, um den Schlüssel zu erhalten. Worüber ich mich aber gerade freue, ist, dass der Grafikstil Super Mario World ist. Super Mario World gehört zu meinen absolut Lieblingsgrafikstilen überhaupt. Schaut euch doch mal die Grafik an. Sieht das nicht schön aus? Alleine schon das Rohr sieht so schön aus. Die Farbe, die Sättigung,
das Design, die Gegner, die Münzen, der einfache Hintergrund. Ich weiß nicht, ich fahre total ab darauf. Ich weiß, den Satz hätte man auch anders sagen können, aber das ist typical Kancha-Style. Ah, okay, gut. Bowser ist die Key, ne? Komm mal her. Ach so, ja gut. Wisst ihr, Leute, es ist niemals verkehrt, sich alles anzuschauen in den Leveln. Vielleicht hat man ja die Antwort gleich am Anfang eines Levels. Ich meine, ihr braucht einen Schlüssel und direkt am Anfang war der Schlüssel. Aber so wie es aussieht, wären wir sowieso nicht weitergekommen. Da wir den letzten Raum nur durch einen Schlüssel verlassen können. Okay, so, ich mach den Bowser kurz platt. Oh, da ist ziemlich Tee drauf. Schnell, 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 Mario. Jawohl, sehr, sehr gut. Aber Mario ist her. So, und jetzt jumpen. Ja, sehr schön. Bloß nicht in den Abgrund reinspringen. Nein, 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 nein. Schade, 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 schade. Feuerblume wäre nice. Mach mal die Eisblöcke kaputt. Dann können wir auch diese ganzen Käfer hier loswerden. Ah, das mit den Feuerbällen ist nervig, aber das hat man gut gemacht. Weil sonst wäre das ja zu einfach. Das wird zwar etwas dauern, um die ganzen Eisblöcke hier zu zerstören. Aber mit den Feuerbällen hat man ja eine kleine Unterhaltung. Okay, Bowser. Ah, Mist, ich wäre so gerne in der Feuerform. Denn diese Feuerbälle werden aber nicht verschwinden. Denn diesen Block da kann man nicht kaputt machen. Nee, das kann ich vergessen. Diese Blöcke würde ich auch noch gerne kaputt kriegen. Weil dann kann ich Bowser von dort aus erwischen. Jawohl, genau. Jetzt kann ich da rein. Genau. Um diese Blöcke kann ich mich auch nochmal kümmern kurz. Ah, er hat Bob-Oms am Start. Nicht schlecht. Uiuiui. Mit dem habe ich ja gar nicht gerechnet. Um den sollte ich mich mal kümmern. Ich habe ihn noch getroffen. Hallo. Na, was soll's. Oh, 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 oh. Das wird jetzt eklig. Hallo. Nein, ein Feuerball hat mich erledigt. Das gibt's nicht. Ich bin Bowser ausgewichen, aber ein Feuerball hat mich erledigt. Wer ist das denn zu fassen? Gut, ui, nein. Ich wollte sagen, da ist die Chance. Da ist die Chance. Oh, 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 oh. Nein, das ist eklig. Ich brauche unbedingt eine Feuerblume. Uiuiuiui, Bob-Oms. Passt da nicht durch. Okay, dann muss ich mir wohl Weg verschaffen. Hey! Ich muss auf jeden Fall zusehen, dass ich die Feuerform nicht sofort verliere. Das ist das Problem. Mann, diese Käfer nerven. Die muss ich auch irgendwie down kriegen. Geht nicht so. Aber wenn ich die Blöcke treffe und sie sich auf den Blöcken befinden, dann kriege ich sie down. Weil sie plötzlich keinen Boden mehr haben. Hier, der zum Beispiel. Aber warum ist der andere dann KO gegangen? Okay, gut, Geduld. Aufpassen vor diesem Kollegen, der ist jetzt sehr, sehr nervig. Wenn ich ihn nur down kriegen könnte, ey. Kommt die Feuerblume eigentlich immer wieder? Das wäre schön. Aufpassen, aufpassen. Eieiei. Wie mache ich das jetzt? Dieser Kollege ist nerviger als Bowser gerade. Egal, dann muss ich mich über jeden Treffer freuen. Genau. Genau, dann machen wir das so. Ja, immerhin treffen tue ich. Ey, nein, nein. Oh, dieser Kollege ist so nervig. Bowser, komm raus. Nein. Nein. Ah, ich kann Bowser von hier aus noch treffen. Uiuiui, das wird heiß. Das wird heiß. Ja, na endlich. Na endlich. Und wir sind immer noch in der Feuerform. So kann das auch meinetwegen bleiben. Absolut kein Problem damit.
Oh, Mann, Mann, Mann. Checkpoint-Flagge wäre geil. Ui, was war denn das? Leckt das hier? Ich kümmere mich mal erstmal hier um diesen Kollegen. Ach so, er hat den Schlüssel. Aber ich würde mir noch gerne den oberen Bereich anschauen. Ah, das Ziel ist ja hier. Doch den oberen Bereich würde ich mir gerne noch anschauen. Nice, sehr schön. Achso, da ist ja nichts. Hä? Ist ja krass. Das war aber mega einfach, das Ende. Und? Nee, das reicht nicht. Doch, das hat ausgereicht für den One-Up. Ja, gut, dass ich nicht in der kleinen Form war. Weil hätte mich der Maulwurf getroffen. Ohne dass ich darauf geachtet hätte, so müsste ich diesen Level nochmal wiederholen. Das wäre ätzend. Okay, dem Level geben wir auch definitiv einen Stern. War ziemlich kreativ und unterhaltsam. Abwechslungsreich war er auch. So, wir haben uns jetzt drei Level von ihm angetan. Den letzten Level von ihm können wir uns auch antun. Absolut kein Problem. Ich dachte schon, dass ich auf Beenden gedrückt habe. Habe ich doch nicht. Sorry. Ne, der hat ja noch vier Leveln. Gut. Nochmal überprüfen zur Sicherheit. Ansonsten, der letzte Level, Key to My Heart bei Seth Blink. Okay. Abschlussrate 1,91%. Okay, Leute, ich glaube, das wird heftig. Ist das ein Scrolling-Level? Weil sonst müsste ich mir den Level definitiv einige Male anschauen. Okay, aufpassen. So sieht das aus. Warum hat der Level eine 1,91%ige Abschlussrate? Das bedeutet schon, dass der Level nicht zu unterschätzen ist. Erstmal warte ich. Jetzt hole ich mir den Pilz. Nice, cool, sehr schön. Ah, das könnte knapp werden. Ja. Okay, sehr schön, sehr, sehr schön. Okay, da ist eine Tür. Ach, ich sehe es jetzt erst. Drei rote Münzen und der Schlüssel ist ja da. Ja, wie komme ich denn da am besten an? Ah, okay, ich sollte vielleicht spinnen. Ne? Ups. Vielleicht sollte ich einfach auf die Superform verzichten. Ich glaube, das wäre gar nicht mal verkehrt. Das bedeutet, man muss auf jeden Fall zusehen, dass man die ganze Zeit in der Superform bleibt. Ist halt wichtig, ne? Und hier muss man auf jeden Fall korrekt handeln. Also es ist gar nicht mal so verkehrt, wenn man nicht sofort den Pilz zu sich nimmt. Erstmal darauf warten, bis das stachelige Element, ja, sich wieder zurückzieht. Aber wie mache ich das hier? Muss ich unbedingt die Superform aufopfern? Oh nee, das war blöd. Hey, was war denn das? Ich wurde weggeschubst. Sehr schön. Ah, ich glaube, ich werde auf die Superform doch verzichten. Oder wartet mal. Ich muss gar nicht auf die Superform verzichten. Jetzt habe ich's. Jetzt. Ach Mist. Aber wisst ihr, was ich meine? Man muss gar nicht auf die Superform verzichten. Ich würde vorschlagen, dass ich das noch einmal ausprobiere. Wenn ich wieder failen sollte, dann lassen wir gut sein und lass mich mal nein treffen. Ja, das war's. Lass mich dann von dem stacheligen Element treffen, wollte ich sagen. Und hole mir den Schlüssel. Okay, jetzt bin ich in der kleinen Form und es hat geklappt. Manchmal steckt man so in der Klemme, dass man irgendwie plötzlich besser vorankommt. Nein. Mist. Verdammt, das regt mich auf. Bis jetzt lief alles sauber. Ich will mir das nicht kaputt machen. Aber ich habe schon damit gerechnet. 1,91 Abschlussrate. Das hat schon was zu bedeuten. Okay, so macht man das richtig mit dem Pilz. Ansonsten wird das problematisch. Mist. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja gleich nochmal die Möglichkeit, einen Pilz zu bekommen. Ich frage mich jetzt nur, ob man immer den Pilz bekommen würde oder ob man auch die Feuerblume bekommen könnte. Wie mache ich das am besten so? Genau. Nein, ich bin doch gesprungen.
als ob der Pilz wieder zurückkommt. Nein. Mist. Lief nicht gut. Ah, ist das ätzend, ey. Ups. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich jetzt nicht allzu lange dafür brauchen werde. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Ja, mit dem Pilz? Sehr gut. Mario, das ist die Chance. Jawohl. Nein. Das war so klar, aber egal. Diesmal muss ich es hinkriegen, den Pilz zu erwischen, ey. Einfach nur so. Das war so unnötig, sorry. Ja, diesmal habe ich es hingekriegt. Das bedeutet, ich darf mich jetzt auch treffen lassen, aber will ich nicht unbedingt machen. Will ich nicht unbedingt machen, habe ich gesagt. Jetzt habe ich den Schlüssel, aber der Kettenhund nervt rein da. Uiuiui. Checkpoint-Flagge? Oder irgendwas Verstecktes? Da ist eine Checkpoint-Flagge. Und da ist eine Feuerblume. Boah, wie gemein. Ich entscheide mich aber dennoch für die Checkpoint-Flagge. Ich habe keine Lust, das nochmal zu wiederholen. Irgendwann ist auch Schluss mit durstig. Nein. Nein, das gibt's nicht. Das gibt's nicht, ey. Oh, stupid. Ah, gut. Dass seine Waffen nicht runterkommen. Deine Schraubschlüsseln. Okay, den Kollegen müssen wir jetzt bekämpfen. Nee, ne? Der ist jetzt unten. Ist hier vielleicht ein Pilz auf korrekt? Oh, nice. Okay. Hä? Okay. Knochen trocken. Aber... wie soll ich das denn machen? Hä? Brauche ich die Blöcke? Ein Pilz, den Pilz brauche ich auf jeden Fall. Den Pilz brauche ich auf jeden Fall. Kommt hier vielleicht die Feder? Ach so, okay, dann die Blöcke müssen auf jeden Fall kaputt gemacht werden. Ah, okay, okay, wir kommen der Sache ein Stückchen näher. Nein, ich brauche unbedingt den Pilz. Ja, genau, jawohl. So, nochmal den Pilz bitte und weg hier. Weg, weg, weg. Wobei, jetzt würde ich gerne wissen, was im letzten Rohr passiert. Nee, ne? Koopas. Okay. Mal gucken. Okay. Ja, um den kümmern wir uns auch kurz. Der will ja nur spielen. Der will ja nur spielen. Ich habe keine Lust mehr. Ja, nice, Leute. Am Ende haben wir das doch hingekriegt, ohne dass ich jetzt 15 oder 20 Minuten lang gefailt habe. Hin und wieder gibt es solche Momente. Aber ich achte schon darauf, dass wir nicht in jedem Super Mario Maker Part solche Fälle haben. Die Level von dem Speicherbot haben wir uns jetzt komplett angeschaut. Im nächsten Part können wir uns ja um den nächsten Baumeister kümmern. Mal gucken, wie viele Level der Kollege hat. Das können wir uns eigentlich auch in diesem Part anschauen, wobei... nee. Das wäre jetzt unnötig. So würde ich das Video jetzt unnötig in die Länge ziehen. Ich nehme einfach gleich den nächsten Part auf. Okidoki, Leute, das war's. Cool gemacht, Speicherbot. Aus hier. So, der nächste Baumeister ist Radierer. Mal gucken, wie seine Level so sind. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Super Mario Maker Part. Macht es gut und tschüssi, Leute.